Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Matchrunner Multiplayer. Heute auf der Map Das Tal zusammen mit Pascal. Hallo. Moin. Da steht man hier für 10 Sekunden in der Gegend und der Fahrer deines Trucks schläft einfach ein. Wait, what? Der sitzt da gerade mit verschränkten Armen und hat seinen Kopf auf die Schulter, auf seine eigene Schulter so gekippt und hat die Augen zu. Mein Fahrer. Jetzt ist er gerade aufgeschreckt, als ich das Gaspedal gedrückt habe. Meiner, der kratzt sich nur so ein paar Mal. Ah, jetzt hat er sich gestreckt. Nochmal gekratzt. Sehr gut. Nein, ich glaube, dadurch, dass jetzt das Lenkrad schon die kleinste Bewegung reicht, habe ich den gerade wieder aufgeschreckt. So, wir sind hier auf der Map Das Tal. Genau. Letzte Folge werde ich auf der Suche nach einem Beobachtungspunkt. Nicht abbiegen, nicht abbiegen. Rechts, rechts, rechts. So. Übrigens, kurz zur Anmerkung, so ganz kurz am Rande. Aktuell ist ja gerade Juni, wenn ihr das Video seht, wenn wir es aufnehmen, noch nicht. Und da ist ja altbekanntlich der Pride Month und wir auf unserem Kanal gestalten da auch was dazu. Näheres folgt dazu in Kürze. Ihr könnt euch da auch gerne auf unserem Zweitkanal noch umsehen. Der ist wieder stillgelegt, aber da kommt das ganze Zeug, was wir zu diesem Pride Month produzieren, kommt da drauf. Und irgendwann im Laufe des Videos sollte auch noch eine Bauchbinde eingeblendet werden, wo alles Nähere draufsteht. Deswegen, wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr da gerne vorbeischauen. Soweit kurz zu der Werbung. Apropos, dann müsstest du mir noch die Bauchbinde schicken. Ja, die ist auch noch nicht fertig gemacht zum Aufnahmezeitpunkt. Okay. Die kommt noch. Holz aufgeladen. Lol, ist einfach mit so einem Graben in der Map, auf der Stelle, die ich gerade freigeschaltet habe. Ist einfach ein tiefer Graben. Hm, what? Dann guck mal auf die Map, da wo ich gerade bin. Ich da ist ein tiefer Graben. Mit dem bin ich einfach gekonnt herumgefahren. Ich hab die nicht mal gesehen beim Fahren. Gerade. Besser. Naja, besser so, dass du drumherum gefahren bist, würde ich mal sagen. So, ich fahr einfach mal schnurstracks gerade aus dem Beobachtungspunkt im Norden, weil ich irgendwelche Wege jetzt zurückfinden, dann hier mich über irgendwelche Wege entlang quälen, habe ich keinen Bock. Da fahre ich aber gerade durch die Bäume hier, weil auf der Map habe ich bisher mit den Wäldern noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Deswegen, hier kommt man immer rein. Du brauchst nur ein bisschen negative Erfahrung, ja? Ja, aber ich bin bisher durch die Wälder immer ganz gut durchgekommen, einfach weil die nicht so dicht sind, beziehungsweise relativ viele Bäume auch noch sehr klein sind und umgeknickt werden können. Deswegen kann man ja auch durch den Wald durchfahren. Warte mal, hätte ich auch die Stelle hier nehmen können. Wow, schlau. Wenn man zumindest hochkommen würde, hier diese Steigung. Na, ich wollte schon sagen, weil das sieht mir aus wie ein Berg da. Okay, also man muss wahrscheinlich so oben rumfahren, ne? Ah, okay. Dann ist das eigentlich so der am weitesten weg Holzstation, die wir jetzt beide angefahren haben. Ah gut, war halt wegen den... Wegen den... Beobachtungspunkten. Ja. Und einmal so. Oh ja, ich kämpfe hier gerade auf so einen kleinen Berg rauf, aber der ist nicht hoch. Das ist so ein Hügel. Ah, schön, dass beim Berg rauf fahren mein Truck auch mal den ersten Gang runtergeschalten hat. Ich bin gerade im dritten Gang diesen Berg rauf gefahren. Diese Automatikschalte im Spiel ist aber auch sonderbar. Sie ist besonders. Aua. Das waren 5 Schaden. Da ist ein kleiner Baum angedonkt. Jetzt zu groß war, um geknickt zu werden. Du brauchst immer noch schlechte Erfahrung mit Bäumen, ne? Ja, aber 5 Schaden ist jetzt keine schlechte Erfahrung mit Bäumen. Ja. Das ist einfach so ein kleiner Knutscher, den der Truck den Baum gegeben hat. Weißt du noch, als ich da seitlich an diesem Baum geklemmt habe? Ja. Hast du eine Ahnung, worauf ich mit dieser Anspielung hinaus möchte? Nein. Vielleicht also, bin ich auch gerade wieder seitlich gegen so einen Baum gerutscht, versuche mich perfekt seitlich rauszuziehen. Wohlgemerkt perfekt seitlich. Und ich hab's geschafft. Okay. Ich wollte gerade anfangen, er wollte gerade schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen und den Evakuierungsplan ausarbeiten. Ja.
Ich meinte ja, ich schalte dir gerade frei, damit du hier lang fahren kannst und da die Wege auch alle siehst. Ja, okay, stimmt. Das ist ja eine schöne Map-Grenze. Also ich muss sagen, bei Map-Grenzen macht es ein bisschen unkreativ. Einfach, da hört die Map auf und also diese Durchfahrt verboten Schilder. Ja, die haben das aus Autobahnpolizeisimulator geklaut. Ja, sieht so ein bisschen da aus wie das. Wobei, aber nee, da waren es glaube ich Shop-Schilder. Aber ich dachte, die hätten wenigstens noch die Karte in so Richtung Horizont so ein bisschen ausgestaltet, dass man dann noch sieht, wie so ein Horizont ist und dann nicht wirklich weit. Da fahren wir so, nö, hört einfach auf. Ende. Das ist beim. Wie so ein Transport Fever 2, da hört ein Maps einfach auch auf. Die Erde ist ein Quadrat. Ja. Hast du das irgendwie auch manchmal, dass hier so manchmal so Matschbrocken dir unter das Rad kommen und die dann platzen? Ich hab das schon ein paar Mal gesehen. Noch nie drauf geachtet. Also Matschbrocken, dass unter das Rad kommen, ja. Aber sie platzen, noch nie drauf geachtet. Ich glaube nicht, dass das hier ein Weg ist. Aber ich werde trotzdem mal lang. Meins ist hier ein Weg, auch wenn er gerade wieder ein bisschen sumpfig ist. Das wäre so eine typische Stelle, wo man aus Versehen gegen einen Baum fährt und 500 Schaden bekommt. Geht's dir gut oder hast du gerade die 500 Schaden erlitten, die du mir geteasert hast? 23. Alles gut. Ich glaube, es sind 260 mittlerweile. Also 5 mehr als beim letzten Mal. Da gut, wollten wir schon eine Werkstatt aufholen. Hier oben ist eine Werkstatt. Da kann ich mich reparieren. Stimmt, auf dem Weg nach unten ist auch noch eine Tankstelle. Ja, so, wir müssen beide nochmal je eine Holzlieferung vorbeibringen. Zum zweiten Sägewerk und dann sind wir auch schon fertig mit der Map. Ja, je eine Holzlieferung ist jetzt nicht gerade so wenig. Probieren wir es mal ein bisschen schräger. Jawohl, geht doch. Ich bin gerade durch den Fluss durch. So, dann repariere ich mich einmal und dann schaue ich mal, wo ich das nächste Holz herhole. Ich wäre halt fast dafür, dass die Holzstation ganz links zu nehmen. Westlich. Wie ganz westlich. Schaue ich mir gleich mal an, nachdem ich reparieren war. Ja, es gibt wieder Matsch, der auftaucht in dem Moment, wo man hinfährt erst. Also hochblubbert. Oh Gott, was habe ich hier mir gedacht? Ach so. So, im Westen die Holzstation. Also hätte ich jetzt so als Sinnfeuer. Oder ich fahre nochmal so. Ich kann ja den Weg, den ich von unserem Startpunkt aus gefahren bin, können wir zurückfahren, da auf dem Weg sind ja diese, da ist ja auch, da sind ja im Westen zwei Holzstationen und dann einfach, ja. Den fahren wir mal so. Der Weg hier rückzus ist ja relativ einfach. Nur dann zum Sägewerk wieder hin. Da wird's dann ein bisschen kniffliger. Weil ich da dann halt eben dann um die Blockstelle herumfahren muss. Archimap ist sehr entspannt. Also, ja, das auf jeden Fall. Weil ich bin zweimal irgendwie hängen geblieben und das war's halt. Einfach ein Stück zurückgefahren und mal probiert. Ich sehe schon irgendwie kommen, dass es irgendwann mal eine Katastrophe kommt. Weil wir halt gesagt haben, es ist so einfach. Ist halt auch schwierig, so im Internet aktiv zu sein, unterwegs zu sein, YouTube-Videos produzieren, aber innerlich schon gefühlt ein Boomer zu sein. Gott, schon wieder Jugend, was ich benutzt habe. Unglaublich. Boomer ist, glaube ich, kein Jugendwort. Ich glaube, Boomer ist mittlerweile auch in der normalen Generation angekommen. Ich glaube, das ist vor allem in der Boomer-Generation. Ja. So, meine Eltern, die auch immer Alter benutzen. Insbesondere mein Vater. Sozusagen, deshalb halt, ja, Füllwörter sind auch so eine Sache. Ja. Sozusagen halt, ne, Tobi? Halt, ne? Ist ja. Halt so. Bei mir ist es halt, bei dir ist es sozusagen. Also, ja, halt, 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 halt,
halt benutze ich aber auch öfter. Weißt du, ich habe irgendwie manchmal in letzter Zeit das Gefühl, dass manche Leute vielleicht denken, dass ich einfach irgendeine Sprachstörung habe, ja? Weil ich verspreche mich so oft. So oft. Wirklich, jeder Satz häufiger als jeder meinem deutschen Abstand. Ich kann nicht mehr reden. Jeder fünfte Satz ist einfach irgendein Fehler drin. Also, Bei mir ist es so, dass mein Deutsch ab und zu einfach mal abbricht. Einfach, irgendwann kommt einfach kein Deutsch mehr aus meinem Mund. Naja, das ist. Oder das hat einfach irgendein Buchstabe plötzlich nicht klappt. Und dann noch von vorne ansetzen, dann geht's wieder. Naja, das hat einfach irgendein Buchstabe nicht klappt oder dass ich 5, 6, 7 Mal ansetzen muss. Ah! Also nein, an sich ist alles gut, aber ich weiß nicht, ob das an YouTube liegt. Du viel reden. Tust aber jeden Tag deine Redeportion bereits durch YouTube-Videos verschleudern. Du musst dir überlegen, wir nehmen halt einfach so plötzlich so. Wir nehmen halt auf so 1,5 Stunden, 2 Stunden, manchmal sogar 2,5 Stunden Mudrunner am Stück auf. Dann hast du deine Stimme auch im Eimer. Geistig wie körperlich. Damit du deinen Rachen dir danach weh, musst du erstmal ordentlich was dahinter schütten an Getränken, damit dein Rachen wieder funktioniert. Aber nicht, aber. Aber ordentlich, sprechen kannst du danach auch nicht mehr. Übrigens, wenn man nur was auf dem linken Ohr hören will, ich schau mal ganz kurz links raus. Dann hört man nämlich nur noch links was. Interessant. Ja, wenn du dich aus dem Fenster lehnst. Du kannst ja drüber nach links gucken, dass du dich auf dem Fenster lehnst und nach hinten schaust. Ja. Stimmt, hier auf dem rechten Außenspiegel-Feature war jetzt so aufwendig. Da höre ich auf dem rechten Ohr nichts mehr. Doch, auf dem rechten Ohr höre ich Wasserplätscher. Weil rechts mir gerade der Fluss ist. Und auf dem linken Ohr ich den Motor. Habe ich nicht jetzt an oder nicht? Okay, ich sehe keinen Unterschied. Weil ich könnte vielleicht einfach vorne gucken, ob Licht an ist oder nicht. Ah, los aus. Das wäre vielleicht schlauer. Querne Idee, einfach nachschauen. Mach ich einen TSW2 auch immer, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich jetzt die Spitzensignale anhab oder nicht. Einfach rausgucken, ob vorne Spitzensignale an sind oder nicht. Ich komme so durcheinander mit TSW2, was war's? Nee, TSW. Transport Fieber. Ja, Transport Fieber. TSW2, TPF2. TPF2, stimmt, das war's noch. Ich komme so durcheinander damit. Ah! Man sieht manchmal aber auch, dass ich von TSW2 rede, obwohl ich TPF2 meine und andersrum. Ab Herbst gibt's dann ja auch noch Zusi bei uns. Also. Wow, ich bin schon so weit. Ich hab gar nicht auf die Karte geguckt, ich hab gar nicht geguckt, wie weit ich bin. Ich bin auch schon in der Holzstation angekommen. Ich dachte, ich hab noch ein Stück bis heute. Schon da. Ich dachte, ich wäre erst bei der ersten Werkstatt jetzt gerade so von der Höhe her. Aber ich bin schon da. Hallo Sägewerk. Ein Sägewerk. Dann kannst du auch deine zweite Holzlieferung holen. Oh nee. Waren wir nicht irgendwie mal so an dem Punkt, dass du das gesamte Holz gemacht hast und ich bin einfach nur rumgefahren? Ja. Ich hätte jetzt auch das gesamte restliche Holz holen können. Das hätte es mir nur eher sagen müssen, weil ich noch einen mittellangen Holzanhänger hinten angehängt. Hättest du mitdenken müssen. Hättest du fragen. Hätte ich dir mitdenken müssen, dass du zu faul bist. Aber sonst auf der Fahrt jetzt begegnen. Yay! Na, auf welcher Fahrt? Kommt doch irgendwie rum. Na, ich fahr jetzt zurück. Wieder zum Sägewerk. Und du müsstest jetzt hier zur Blockstelle echt ausgedacht. Eieiei. Wahrscheinlich zum Schutz vor Raubtier. Eine Schranke. Blockstelle aufbauen, damit die Sägewerke, die direkt dahinter sitzen, einfach das Holz bekommen können. Das sieht doch so ein bisschen aus wie so eine Westernstadt hier. Warte mal, wo ist denn hier die Werkstatt? Ja, es spielt ja auch alles im Ami-Land hier. Ist das in Russland? Stimmt, das sind russische Trucks. Aber das ist ein amerikanischer Entwickler. Das ist krass, wie du einfach nur... Also ich folge halt einfach gerade nur der Route. Ich schaue überhaupt nicht auf die Karte, wo ich irgendwie bin. Ich habe keinerlei Orientierung. Ich weiß ungefähr, wo ich bin, weil ich hier schon ein paar Mal lang gefahren bin, die Strecke. Weil ich fahre jetzt gerade zum vierten. Ja, okay, ich erst zum ersten Mal gerade die hier. Jetzt müsste demnächst noch die Schlucht kommen. Gib Gummi! Ach, du bist jetzt über diesem Graben, den ich mit dir meinte.
Graben, was ist das? Ich weiß es nicht. Ja. Fahr ich mal. Es sieht eher aus wie so ein Graben. Ja, du bist gleich da. Noch einen kurzen Moment, dann bist du da. Also vor allem mit der Geschwindigkeit bist du jeden Moment da. Ist ja ein guter Weg. Jo. Oh ja. Dadurch ist die Map bei dem so entspannt, das ist halt eben auch nicht so viel los. Die Graben. Da hatte ich mir etwas krasseres vorgestellt. Aber es sieht halt schon recht tief aus auf der Karte. Auf der Karte sieht es echt tief aus, aber in Realität ist es einfach nur so ein Bach. Ein Bach. Ich dachte, ich muss da ein Bach. Das ist einfach ein waschechter Graben. Also, da gibt's nichts. Das war nice. Ein waschechter Graben, wisst ihr, weil Wasch und Graben und das Wasser drin, ne? So, ich fahre dann hier mal die Umleitung, die ich freigeschaltet habe. Dann fahre ich ein bisschen in der Pampa lang. Um hier in diese Blockstelle rumzufahren, fahre ich diese ewig lange 3 Kilometer Umleitung jetzt. Ach, nur das wird schon wieder Nacht. Yay. Yay. Wir lieben die Nacht in dem Game. Okay, ich bin jetzt fast bei der Holzstation. Wissen wir, ich bin so gut wie da. Das war wieder ein Baum, den ich mit meiner Kant mitgenommen habe, aber nur 93 Schaden bekommen. Nicht 200 irgendwas. Ich hätte kurz Angst, dass es nur eine Stammausgabe gibt. Ganz kurz Angst hatte ich. Ja, das wäre natürlich dann suboptimal gewesen. Ah ne, bei der Map ist ja alles entspannt. Ich glaube, bei der letzten ist es dann nochmal ein bisschen härter. Also da waren noch irgendwie so ein paar Special-Sachen. Hm. Also das Tal ist ja, glaube ich, auch eine DLC-Map, ne? Jo. Spannendes DLC, ja. Jo. Anscheinend. Definitiv. Da kann man sich nach dem her sowas wie Überschwemmung oder so abgeschlossen hat. Wir haben ja mittlerweile alle Grundspiel-Maps. Kann man sich mal ein bisschen Entspannung gönnen. Richtig. Weil für alle, die es noch nicht wissen, wir haben uns damals beide Mudrunner geholt, als es im Epic Store halt eben gratis war. Und da gab es noch 3 DLCs dazu, weshalb wir noch ein paar extra Trucks und 3 extra Maps haben. Also schon mein Truck hier ist auch ein DLC-Truck zum Beispiel. Na, den habe ich auch. Haben wir den gleichen. Achso, hast den gleichen gewählt. Ich habe nicht wieder dieses Blatting genommen. Ja. Aber ich sollte mal vielleicht. Genau, den Tobi zwischen in der letzten Folge gefahren ist, die man so Probleme hatte da bei der Überschwemmung, der war zum Beispiel im Game drinne, im Hauptspiel. Der war mit Grundspiel. Das war sozusagen der aus dem Grundspiel, der. Also ich sag mal, wenn du noch ein bisschen wartest, dann hole ich dich noch ein. Dazu müsstest du allerdings ein bisschen warten. Wozu müsste ich warten? Dass ich dich noch einholen kann. Hä? Dass ich dich noch einholen kann. Ach so. Und soll ich ja warten? Du kannst auf dem Sägewerk warten. Oder du wartest aber nicht. Genau. Wow. Ich bin jetzt hier gerade an dem Dorf angekommen. Jo, hab ich gesehen. So, ich fahre jetzt nochmal bis dorthin. Hab nur noch 200 Sprit, aber das sollte Werkstatt reichen. Nochmal ran. Krieg noch ein bisschen Sprit und dann wieder repariert. Stimmt, das kann ich natürlich auch machen. Ich meine, der Werkstatt muss. Und fahr weiter. Bis auf wie viel füllt die Werkstatt auf? 200. Okay, perfekt, lass mich mal raus. Ich hatte aber nur noch etwas über 100, deswegen. Gut, ich brauch die eh nicht mehr. Das ist direkt um die Ecke. Das Sägewerk aber trotzdem. Wenn es auf dem Weg liegt. Ich bin eh gerade vorbeigefahren. Hier ist das Sägewerk. Bad Sägewerk. Richtig. Diese roten Sägewerk, Augen, die ich irgendwann gesehen habe. Musiktipp übrigens von uns. Die roten Augen, die ich im Wald gesehen habe, das war wahrscheinlich ein Teil von meiner Route. Oder die Map-Grenze. Oder rote Augen eines unheimlichen Viechs, was hier auf der Map rumspielt. Wenn die Leute sich ja irgendwie einen Easter Egg einfallen lassen in diese Richtung hin. Du hast einen Wolf. Zum Beispiel im Bus-Simulator 18, was mir gerade einfällt, da gibt es auch irgendwo random in irgendeinem Wald
Ich habe auch eine riesige Ziege rum. Nice. Aber ganz am Anfang muss man beachten, dass das Map-Erweiterungs-DLC noch nicht gab, gab es da auch auf einer Straße am Map-Rand einfach so ein riesiger Kohlkopf, der da rumstand, random. Und heute gehört diese Straße, die da ins Nichts führte, zu einem DLC, deswegen ist der nicht mehr da, aber gut. Beziehungsweise ohne das DLC ist er noch da. Ja, ich glaube ohne das DLC ist noch da, aber ich hab's DLC deswegen. Warum? Also sind auch so Fragen, die man sich so stellt, so warum? Warum haben sich die Leute damit so beschäftigt? Die Entwickler. Weil sie noch ein 3D-Modell von einem Kohlkopf übrig hatten und deswegen bessere Gleichen gestellt haben. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es einfach nur damit zu tun, dass es einfach. Also es gibt in diesem Spiel auch mal so eine Events, wie zum Beispiel irgendein Fahrgast hat irgendwelche Wertsachen im Bus vergessen, gibt es ihn wieder zurück und da gibt es dem so, keine Ahnung, nur einen Koffer, die da stehen. Stimmt, oder sowas. Ja, die hat noch einen Kohlkopf. Und oder? Es gibt auch einen Kohlkopf. Es gibt auch Leute, die einfach einen Kohlkopf vergessen. Gibt es auch welche mit einer Ziege? Nee, und die Ziege, die rührt daher, weil die Leute, die unterhalten sich da immer über so Sachen. Da gibt es ja diese Serie Winter der Leidenschaft da. Alle, die häufiger mal bei Kalle zum Beispiel vorbeischauen, die kennen das ja auch. Das Winter der Leidenschaft aus Bussimulator 1821 und Mountzi, genau. Die gibt's da auch. Und einmal reden die davon, dass da in irgendeiner Folge irgendeine große Ziege vorkam, die extrem unheimlich fanden. Ne? Diese Line habe ich noch nie gehört. Diesen Teil. Ich habe schon ein paar Mal gehört, aber ich habe das Spiel auch viel zu häufig in meinem Leben bisher schon gespielt. Deswegen. Wie viele Stunden hast du eigentlich in diesem Bus-Simulator verbracht? Oh, das will ich nicht wissen, aber ich habe seit einem Jahr nicht mehr aktiv gespielt. Nicht umsonst steht The Bus auf meiner Steam-Wunschliste. Und wird wahrscheinlich auch noch irgendwann demnächst bald mal irgendwann gezeigt. Aber gut, ich habe auch schon von The Bus auf dem Kanal hier von einem Jahr geredet, dass das irgendwann kommen wird. Und es wird auch irgendwann mal kommen, aber Early Access ein bisschen weiter vorangeschritten ist. Star Citizen ist das zweiteuerste Spiel, wo du gerade von Early Access sprichst. Echt? So bisher, was entwickelt wird, ja. Und es ist ja noch lange nicht fertig. Gleichzeitig auf dem Handy einen Artikel lesen und LKW fahren. Geht gar nicht. Handy am Steuer, ich glaub's ja nicht. Wo kommt man denn da hin? Über 300 Millionen US-Dollar. Ja, nee, warte mal. Läuft. Ein Leben. Warte. Seit dem Start der Kickstarter-Kampagne im Jahr 2012 konnte der Cypher-Simulation mehr als 300 Millionen US-Dollar einnehmen. Einnehmen, ne? 266 Millionen Euro. Aber wenn du auch 100 Euro für so ein fettes Raumschiff auf den Tisch legst, ja. Was ein paar Leute machen. Ah ja, genau. Also gerade ist ja auch Stand, Aufnahmezeitpunkt ist ja auch die Invictus Launch Week wieder. Und die haben auch schon 2020 jeden Tag etwa 1 Million US-Dollar eingenommen. Durch diese Invictus Launch Week. Genau, durch dieses Event, weil du auch die vergleichbaren Titel hast und so. Nee, warte mal. Weil du es dir dann auch gratis ausprobieren kannst. Ich darf jetzt nicht Dinge, die ich im Artikel lese und Dinge, die ich erzählen will, vertauschen. Ist auch egal. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel und sehr, sehr teuer. Aber ich würde sagen, ich bin damit beende ich das. Rausgeflogen mittlerweile. Willst du nochmal reinkommen, bevor... Kannst du reinkommen? Nee. Nee. Okay. Jetzt müsstest du neu starten. Ist egal, ihr müsst meinen Screen eh nicht sehen. Der ist eh unwichtig. Ich bin fertig, ich stehe nur rum. Seit 10 Minuten gefühlt. 1 Stunde 18 Minuten, 937 Liter Kraftstoff verbraucht, alle Trucks, alle Werkstätten, alle Beobachtungspunkte, 8,38 Kilometer, nur mal gerettet. Boah. Kann man machen. Jo. Auch eine recht entspannte Map, viel passiert es nicht. Habt ihr wahrscheinlich auch daran gesehen, dass wir relativ viel rausgecuttet haben einfach, wo wir einfach nur, ja, miteinander einfach irgendwie gequasselt haben über nichts Reichhaltiges. Ja. Deswegen. Genau, übrig ist es noch Felshügel. Das wird auch nochmal interessant. Erreiche alle Beobachtungspunkte, ist da das einzige Ziel. Das werden wir als nächstes machen. Und wenn wir ganz viel Glück haben, wie wir es die letzten Mal schon ein paar Mal hatten, ne,
Dann wird die letzte Mushrunner-Folge genau dann rauskommen, wenn nämlich gerade auch dann das Freiwillige Feuerwehr-DLC von Note of Vengeance 2 veröffentlicht wird, was wir nämlich auch unbedingt zeigen möchten. Und dann können wir, wenn alles perfekt läuft, einen nahtlosen Übergang machen von Mushrunner zu Note of Vengeance 2 Freiwillige Feuerwehr. Ja. Und damit bedanke ich mich auch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, im nächsten Video, im nächsten Livestream, je nachdem, wann ihr einschaltet. Und ja, bis dahin, einen wunderschönen Tag und tschüss. Tschüss.